Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Und zwar in der Krontundra. In der letzten Folge haben wir dieses sehr kalte Gebiet hier zum ersten Mal betreten. Haben uns ein paar neue Pokémon hier. Ein paar neue Pokémon gefangen und ja, gegen diesen einen Typen gekämpft. Beleber, ja, der wäre nützlich gewesen. Ich habe zwar genug, aber hallo. Und ja, wir haben gegen diesen einen Typen gekämpft, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Und der ist in dieses komische Galga Dynamax Nest oder wie auch immer es hieß, reingegangen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal da rein, ne, um die Story ein bisschen fortschreiten zu lassen. Wie man sieht, jeder ist Level 70 mindestens. Und zwar, weil ich den Erfahrungsbonbons gegeben habe, damit die ja mal auf den ungefähren Schnitt von diesem DLC sind. Ne? Das ist vielleicht nicht schlecht. Ich könnte natürlich auch mit meinen super Bonzen Pokémon hier vorbeikommen, ne? Die alle Level 100 sind und competitive trainiert sind, ne? Soll ich mal hier mit einem Arcani reinrennen oder so, oder hier Moss, einer der stärksten Pokémon, die ich habe. Ja, wie wär's mit dem Fuego, ne? Da wäre auch geil. Offensivfeste, apropos Offensivfeste, ich habe den jetzt mal vernünftigen Items gegeben. Ich habe den ja vor Erfahrungs wie heißen die, Glückseier gegeben, damit die wieder ein bisschen hochleveln, aber ja, hat man ja gesehen, wie das funktioniert hat. Deswegen ja, habe ich den einfach Bonbons in den Rachen geschoben und ja, jetzt werden die schon stark genug sein, um hier ein bisschen zu überleben. Nein, nein und nochmals nein. Ich bitte Sie, das geht so nicht. Warum denn nicht? Meine Tochter ist doch da drin, Peony. Das mag sein, aber was? Ich mache auch bei diesen Abenteuer-Dings damit, okay? Ich bin vermutlich eh der größte Abenteuer von allen. Ich Ihnen schon mehrmals gesagt habe, das kann ich leider nicht zulassen. Oh, du bist wirklich gekommen. Tago. Ich bekomme hier eine absolute Vollkrise. Diese stuckköpfige Vorschränkung, da will mich einfach nicht durchlassen. Bitte was? Wer soll ihr Sturkopf sein? Ich habe es Ihnen schon oft genug erklärt, aber Sie wollen einfach nicht richtig zuhören. Dynamax-Abenteuer ist ein äußerst gefährliches Unterfangen und gerade diese wissenschaftliche Palaver macht mich wahnsinnig. Wir drehen uns die ganze Zeit nur im Kreis. Schön, diesen Mann zu kennen. Willst du dir meine Erklärung anhören? Dann kann ich euch zusammen durchlassen. Ah, endlich gibt es mal was von sich, das Hand und Fuß hat. Wärst du so nett, ihre Erklärung anzuhören? Dann können wir zusammen nach meiner kleinen Mila suchen. Okay, klar, warum nicht? Pokémon sind bei meiner Forschung eine große Hilfe. Schön, ich kann dir fantastische Waren im Tausch gegen deiner Erz anbieten. Deiner Erz, da kriegt man wahrscheinlich hier von Rüstungserz. Da kann ich für Watt ausgeben. Ultraball, Silberkronkorken. Oh. Als Pokémon zu einer seltenen Fähigkeit. Was geil! Du meinst, ich kann dadurch versteckte Fähigkeiten bekommen? Ja, hallo, das war richtig geil. Oh, dann kann ich so viele Pokémon jetzt benutzen. Oh. Okay, das wird wahrscheinlich auch ja verknochen hat, ne? Oh Gott. Na, was soll denn dieser Blick auf einmal? Möchtest du die Erklärung zum Dynamax Abenteuer anhören? Ja. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Du hast was gut bei mir. Und dann beginne ich mit der Erklärung. Das Deiner-Riesennest ist ein unterirdisches Labyrinth, in dem sich seltene Pokémon eingenistet haben, die man sonst in der Galar-Region nicht zu Gesicht bekommt. Oh Gott, Geratina. Schließe ich mit drei weiteren Trainern zusammen und erkunde das rätselhafte Deiner-Riesennest. In den Tiefen des Nests wartet ein legendäres Pokémon auf dich. Dynamax-Abenteuer beschreitest du an der Seite eines geliehenen Pokémon. Zu Beginn des Abenteuers muss da jeder Spieler ein Leib-Pokémon auswählen. Im Inneres deiner Riesennest gibt es etliche Abzeugungen. Entscheide dich gemeinsam mit den anderen drei Trainern für einen Weg und tritt dann gegen den dortigen Pokémon im Dino Raids an. Fängst du ein Pokémon, kannst du es gegen deinen aktuellen Begleiter austauschen und mit ihm weiter vordringen. Oh. Eure eigenen Pokémon laufen dort leider Gefahr, durch die hohe Konzentration der Galar-Partikel außer Kontrolle zu geraten. Aus diesem Grund bieten wir Leib-Pokémon an, deren Resistenz gegenüber das Galar-Partikel von diesem Schicksal bewahrt. Sie sagen, meine Level 100 Pokémon können das nicht ab oder was? Na, jetzt schnalle ich's. Wir sollten uns drei Pokémon-Partikel austeilen und damit so richtig außer Kontrolle geraten und seltene deiner Trainer fangen zu können. Weiter könnten sie nicht daneben liegen, guter Mann. Dort drin ist es gefährlich, aber halten sie sich bitte an die Regeln.
So richtig blicke ich immer noch nicht durch, aber spannend klingt das allemal. Also gut, die komplizierten Erklärungen spare ich mir jetzt mal. Ich sehe mir das lieber mit eigenen Augen an. Halte durch mich allein, Papa ist bald da. Moment, das können sie auch nicht einfach. Das ist so gefährlich. Es ist nur in diesen Mann gefahren. Warum erinnert mich sein Gesicht so an Präsident Rosé? Dann sind die wahrscheinlich verwandt, ne? Falls du ihn laufen möchtest, nein, das sollst du nicht. Aber falls du dich ein Dynamax-Abenteuer stürzen möchtest, lass es mich wissen. So, meine Frage, die schon seitdem ich die Trailer gesehen habe, ist, wenn ich jetzt ein legendäres Pokémon hier fange, kann ich es mir dann nur einmal fangen? Oder kann ich, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Giratina, wie ich hier gerade gesehen habe, hier bei dem Weg läuft und ich fangen hat, kann ich dann noch ein Giratina begegnen, weil wegen Wesen und all so was, ne? Man weiß man nie. Dann habe ich ein Giratina mit einem neutralen Wesen, das ist der absolute Horror. Und ja, versteht ihr? Für jede erfolgreich abgeschlossene Erkundung wirst du von mir übrigens mit deiner Herz belohnt. Zudem hast du eins der Pokémon behalten, die du unterwegs gefangen hast. Die anderen brauche ich jedoch für meine Forschung. Also kann ich nicht immer legendäre Pokémon begegnen. Möchtest du zu einer Dynamax-Abenteuer aufbrechen? Los geht's. So, na, das ist natürlich wunderbar. Während der Aufnahme gezwungen werden zu speichern. Das ist dein erstes Dynamax-Abenteuer. Jetzt solltest du dich zunächst allein daran versuchen, um die Regeln einzuprägen. Ja, kein Ding. Das ging zu schnell weg. Leider ein Pokémon aus. Ninjas mit Temposchub. Da wäre doch nicht schlecht. Oh, was? Kickley. Aber die hatten jetzt, die haben jetzt eine andere Wahl. Ich habe mir auch lieber Raichu dann geholt. Ja. So, Unlicht oder Kampf stand da gerade. Ich hätte gern Unlicht. Wasser. Ja, des Typs Wasser zu dringen. Oh, Kyogre. Das ist ja überall Zeitlimit. Ja, Unlicht, weil ich habe einen Kampf-Pokémon. Oh Gott, das kann natürlich sehr interessant sein. Okay. Oh Gott. Dieses Freak Snobilikat. Brauche ich nicht wirklich, aber warum nicht? Steckte Fähigkeit vielleicht. Ich dachte ja sowieso nicht bald, ne? Ich gehe natürlich in Dings rein, ne? Wow, warum ist der Angriff so schwach? Ja, warum nicht? So. Kann diese, ich würde mir wirklich wünschen, die würden das irgendwie mal patchen, dass man diese Katzen nicht überspringen kann. Wenn ich gegen diesen Morimoto Typen kämpfe, ne? Diesen Game Freak Typen zum Beispiel, der einen Ball wirft, dann sieht man einfach nur so ein Cut-In von denen sein Gesicht und das Pokémon Dynamaximiert sich. So würde ich dann überhaben, also damit ich ein bisschen beschleunigen kann, weil das jedes Mal zu machen, wenn du irgendwie was farmen willst, so wie deiner Erz oder irgendwie sowas, dann ist das voll nervig. Rüstungserz meine ich, ne? Dein Erz krieg ich ja hier, ne? So, Dünner Faust. Oh nein, Kikli benutzt seine Fäuste anstatt seine Beine, das macht doch keinen Sinn. So, wir werden alle gepowert, meine Freunde. Temposchuh. So, kein Schild, okay. Dann sind die wahrscheinlich die 5 Sterne, ne? Macht natürlich Sinn. Oh geil, ne, das ist definitiv nicht 5 Sterne. Jetzt hätte das schon irgendwie direkt irgendwie ein Schild oder so gepoppt, irgendwie nach, keine Ahnung, 25% oder so. Düna, dunkel. Okay. Also was, während wir hier kämpfen, gehe ich doch mal googeln. Ja, warum nicht? Pokémon. Kronen. So. Vor allem, wenn ich das jetzt fange, ne?
Oh, ich habe vergessen, wo ich wusste, ich habe irgendwas zwischen den Aufnahmen vergessen. Irgendwas wollte ich noch machen, aber ich habe es vergessen. Oh mein Gott, die haben das beschleunigt. Und legendäre einmalig. Oh, so gefangen. Wir können jedes legendäre Pokémon nur einmal fangen. Das ist natürlich unglaublich doof. So, im Team aufnehmen heißt das nicht aufnehmen. Okay. Das erste, was ich sehe, irgendwie. Okay, was nehmen wir als nächstes? Ich habe Feuerfeger, ne? Keine Ahnung. Oh, cool, man sieht, wer das ist. Hier nehmen wir das. Das ist ein Zwirklob, sehe ich gerade. Ich hätte gerne gesehen, was passiert, wenn man diesen Trainern da auf dem Weg hier irgendwie begegnet. Hi. Also was ich direkt gelesen habe, ist, man kann. Oh, das wäre natürlich nicht schlecht, aber egal. Also das erste, was ich gelesen habe, ist, dass man jedes legendäre Pokémon nur einmal fangen kann. Also das ist natürlich unglaublich doof. Macht Sinn, aber ist unglaublich doof, weil das heißt, jedes Mal muss ich hier irgendwie 3-4 Pokémon besiegen. Dann hat legendäre Pokémon einfangen, wenn das nicht das richtige Wesen hat, ist das schon mal für ein, ist das schon mal ganz schöner Mist. Der Bankversuch wird immer funktionieren. Wir also mehrfach gesehen, er kann das nur von denen fangen, wenn die es noch nicht haben. Ah, okay. Ja, okay, wenn man das garantiert fängt, dann ja, ist das weniger nervig. Okay, ich habe mich ein bisschen gespoilert, aber was soll's. Also, ja, ist daran ein Spoiler, ne? Finde ich jetzt nicht so spoilerisch. Eine Gameplay-Funktion wurde mir mehr oder weniger erklärt. Ich bin mir ziemlich sicher, viele Leute, die der DLC anfangen zu spielen, wissen schon viel mehr darüber als ich. Also, ja. Was also an bedeutet, wenn ich das Pokémon, das legendäre Pokémon am Ende fange, dann werde ich es wahrscheinlich nicht behalten. Ich werde wahrscheinlich dann flüchten, ne? Weil ich muss das Spiel dann noch mal neu laden. Versteht ihr? Oder ich kann die Pokémon hier fangen und Pokémon Schild fange ich die ja noch mal und dann mache ich da. Ich darf nur mal sicher, dass ich die zu 100% fange, aber dann muss ich ja jedes Pokémon zweimal fangen. Oh. Nee, lass mal. Also ich werde wahrscheinlich nicht das legendäre Pokémon am Ende fangen. Einfach nur, weil ich mal sehr stark davon ausgehe, dass ich nicht das vernünftige Besen sofort bekomme. Ich habe keinen Bock, irgendwie so Fähigkeiten Kapseln und so was hier zu farmen. So, mein Ding ist voll, aber das, ich habe gesehen, das tut sich auf die Kämpfe hier übertragen, also meine Dynamax-Fähigkeit. Also wenn ich das jetzt verbrauche, dann habe ich im nächsten Kampf kein Dynamax. So, das mal halt mal. Mein Gott, Taucher und Delegator, ey, das Ding ist voll geschützt. Erdanziehung. Irgendwie greift das Viech auch nicht so wirklich an. Wenn das mit Ninjas immer schneller. Cloud. Was macht denn. Was? Mein Dynamax ist abgelaufen. No. Ich hab doch einsetzen sollen. Was macht denn Cloud aus Fire Emblem Three Houses hier? Spiel gerade den Spieldurchlauf. Goldenen Rehe. Mein zweiter Spieldurchlauf.
nach meinem ersten Spiel durchlauf mit Edgelord Dimitri. Nur so geil, hat sie sich, als sie in der zweiten Schlacht alle wieder aufeinander getroffen sind. Cloud voll so, wenn es um Wiedertreffen geht, dann ist das hier die schlimmste in der Geschichte. Edelgard voll so, ich werde tun, was getan werden muss. Und was sagt Dimitri? Natürlich bringt jeden einzelnen von ihnen um. Wenn er mit einer Augenklappe und einer schwarzen Rüstung auf einmal da steht. Okay. Surfing Pikachu, Raichu oder... Weil man kann Alola-Dings holen. So ist das. Viel ist effektiv. Weil da sind Bären. Ja, was soll ich mit Bären, ne? Das ist ein linke Pokémon gewesen. Hab ich nicht erkannt. Ich glaube, das ist dieser Hula Hoop Ring gewesen, ne? Sah aus wie Dingens hier. Wie heißt die erste Entwicklung von du? Ich merke gerade, dass ich da auch fehl, ne? Ne, das ist Psycho. Das ist auch noch schlimmer. Verdammt, das könnte jetzt wehtun, glaube ich. Aber jetzt ist ja noch nichts weigt. Unsere Seite. Oh, Feuerfeger ist auch weg. Oh Gott. Na, oh, das ist natürlich ein bisschen doof. Oh Gott. Noch nicht gegen mich gut. Weiß, vielleicht muss ich das auch noch gar nicht schaffen, hier durchzukommen. Ne? Das ist schon ganz schön viel erwartet, irgendwie so, finde ich. Wenn man darüber nachdenkt, irgendwie, dass man hier geliehene Pokémon und so bekommt, man nicht wirklich so eine Auswahl hat hier. Jetzt was, ich möchte mich mal ein bisschen weiter informieren hier über Pokémon Krone. Ich kann sowieso nicht viel machen, ich muss warten, bis sie alle mit der Angriffen fähig sind. Ey. Krone, wie heißen die Deiner Nester, ne? Voll professionell. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich irgendwie, weiß nicht, während der Aufnahme hier so Google nutze. Legendäre Flucht gebe ich mal ein. Find's natürlich noch nicht so viel, weil das Spiel heute erst heute rausgekommen ist. Das ist klar, dass du jetzt noch nicht viel irgendwie findest so an Informationen. Also vielleicht in Englisch. Crown Legendary Escape. Also was passiert? Na, was steht da? Ich glaube, ich habe was gefunden. Setzt sowieso nicht physisch ein, ne? Also komm. So, hier habe ich jemanden, der eine Frage stellt, die ich auch. Für die Defeat Legendary Pokémon, the Crown von der DLC. You're guaranteed to capture it. Ja, okay, das habe ich schon herausgefunden. Aber was passiert, wenn ich das nicht fange, was ich nicht will? Halt. Ich glaube, das reicht schon, nehme ich mir sogar, wenn ich darf. Also komm her. Er beantwortet leider nicht meine Frage. Aber ist gut, eine garantierte. Ich verstehe es nicht. Ich werde es einfach nicht fangen, okay? Ich werde es danach noch. Ja, damit. Ich will das haben. Nicht schlecht. Elektro-Psycho, das ist nicht schlecht. So. Ist außerdem perfekt für dieses Pokémon, sehe ich gerade. Ich sag Kyogre. So. Ne? Oh, sowieso. Okay, das ist auch cool. Okay. Hat das Thema von dem Teil? Nee, ne. Warte mal, ich habe eine Idee. Nee. Ich merke, wir haben zwei Reitschuss in unserem Team. Was? Genau das habe ich mir ehrlich gesagt gedacht. Ich habe das stimmt. Ich wollte erst das Viech irgendwie. Auf das Viech Blitz, Donnerblitz einsetzen.
einfach nur um zu gucken. Und da fiel ich meinen Angriff absorbieren und jetzt absorbiert hat einfach meinen Angriff. Ja toll, ich kann ja gar nichts machen dann jetzt. Ah, außer Psycho-Attacken. Boah, aber Elektro wäre so viel stärker. Ich könnte auch den die ganze Zeit buffen, also. Ah, dann mache ich ihm das. Und jetzt gefällt es auch Dings ein, ja. Elektro-Attacken, okay. Initiative. Greif gefälligst an. Ja, ich kann damit nichts anfangen. Ich kann nicht. Und er setzt auch ein. Nee, das bringt's ja voll. Würde. Oder ist der Zwerglob genommen sich? Geil. Oh, setz irgendwas ein, danke. Wenn ich dich schon hoch buffe, dann mach auch gefälligst was. Aber die haben voll irgendwie ihre Chance verpasst, die ganzen legendären Themen hier reinzupacken. Da geht man gebufft, das weit schon. Pokémon Crown Legendary Run. Keine Ahnung. Ja, toll, das wie ich. Oh, warte mal, jetzt kann er nicht mehr meine Elektroangriffe absorbieren. Geil. Jetzt kann ich angreifen. Cool. So schwer ist das jetzt eigentlich auch nicht, finde ich. So. Ich gucke die ganze Zeit hier auf Google, also entschuldige mich. Catch legendary. You're guaranteed to catch the legendary Pokemon at the end of the Dynamax Adventure. Das ist schon mal gut. If you can defeat it. You do get one little perk. But if your team loses to the legendary Pokemon, you do get one little perk. Although they can be sure to encounter it again on your next turn. Should go after random like. Okay, man kann danach irgendwie auswählen, ob man das Ding dann noch mal bekämpfen möchte, wenn man verliert. Max Layer heißt er denn eigentlich? Okay. Okay, so, jetzt kann ich wieder nicht angreifen, weil er dann sonst meine Angriffe absorbiert, ne? Ob die Dinger shiny sein können, okay, dann interessiert mich nicht. Ich will wissen, was passiert, wenn ich jetzt von dem Viech wegrenne. Ob ich das dann noch mal begegnen kann. Oder wenn ich das Viech schon fange, dann soll doch vernünftige Wesen also was haben, ne? Du kannst die Viecher nur einmal fangen, da will ich ja schon, wenn schon. Auch wenn ich die nicht competitive benutzen werde, ich will ja Menschen mit den richtigen Wesen zu haben, ne? Und ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn ich irgendwie jetzt hier kaputt haue und entscheide mich nicht, plötzlich zu fangen. Versteht ihr, was ich meine? Keine Ahnung. Ich werde es einfach nicht fangen hier nach. Jetzt dann einfach offscreen noch mal versuchen. Ja, wenn ich hier nach jetzt speichere, dann habe ich meine Chance verpasst. Versteht ihr, was ich meine? Ich krieg das Viech übrigens nicht down, weil das so viel aushält. Aber ich sorge dafür. Aber die haben keine Schilder. Finde ich schon mal geil. Oh Gott, das ist nicht gut. So wie es aussieht, können wir das Viech auch gar nicht besiegen. Wie das hier aussieht, wenn noch einer hier kaputt geht, dann war es das. Ich glaube, da fliege ich schneller als wir alle.
Mein Donnerblitz wird da bestimmt nicht mit Einschlag weghauen. Ich kann jetzt Donnerblitz wieder einsetzen, weil andere Raichu weg ist. Ich glaube, ich bin schneller. Okay. Das wird es ehrlich gesagt für mich einfacher machen, wenn wir das Viech nicht erlegen würden. Los, hau irgendjemanden von uns kaputt, komm. Dynaflut. Okay. Bitte nicht auf mich. Ich halte das, glaube ich, aus. Oder der hält das auch aus. Ah, du machst mich fertig. Aquarelle. Okay, so viel dazu. So, was passiert jetzt? Geht die Story jetzt trotzdem weiter? So, okay. Das ist ehrlich gesagt, was ich mir gedacht habe, war das Problem. Damit wäre dieses Abenteuer vorbei. Beendet. Wähle das Pokémon, das du mitnehmen möchtest. Ich will gar keines davon mitnehmen, ich gesagt. Mein Alola Raichu ist nicht schlecht, aber ich habe eins. Nur competitive trainiert. Ich glaube, das hier habe ich noch nicht. Oh, warte mal. Das ist auch eigentlich nicht schlecht. Das Pokémon durch physische Attacken. Oh, ist das nicht eine versteckte Fähigkeit? Wir kommen mit. Ja. Und das, wenn das du nicht wolltest, der Vorschrein übergeben. Und drei deiner Ärzte. So, die wollen ja, die verlangen doch jetzt nicht, dass ich das hier schaffen, denn damit die Story weitergeht, oder? So, einer zog jetzt dabei nach Pferdes Tochter Ausschau. Wow, das sieht ja krass aus. Sie sind wortwörtlich auf dem Kampffeld, wo wir gerade gegen das Suizung gekämpft haben. Hi. Hey, dich kenne ich doch. Es wird auch für ein Dynamax-Abenteuer hier. Dann liegen wir zwei ja übelst auf einer Wellenlänge. Ich bin übrigens Mira. Und du heißt? Freut mich, Danilo, mein Name. Ja. Ha, du bist mir mit einer Zeitmaschine angereist zum Schießen. Was, mein Dad ist auch hier? Ich habe ihn jüngst gesehen. Würde mich nicht wundern, wenn er aus Versehen wieder zum Eingang zurückgeklatscht ist. Zurückgelatscht, okay, wollte schon sagen. Ach ja, tut mir voll leid, dass ich von dir, dass ich dich von vorhin benutzt habe, um abzudenken. Die hat voll irgendwie das gleiche Design wie die Gören, merke ich gerade. Auch so ein Schuluniform und so. Da kann manchmal echt nervig sein. Wie ging es mit euch zwei eigentlich weiter? Oh, der ist hier reingerannt. Echt, du hast gegen meinen Dad gewonnen? Er war mal Arena-Leiter, weißt du? Selbst wenn er gerade Urlaub macht, ist ein Kampf gegen ihn alles andere als einfach. Der ist sowas von mit Rosé verwandt, weil Rosé hatte da auch Stahl-Pokémon, fällt mir gerade so ein, ne? Ja, sie ist auch verwandt mit Rosé. Hat er dir erzählt, warum er mit mir hergekommen ist? So hebelig wie er gerade ist, konnte er es bestimmt nicht für sich behalten. Er will mir auf eine legendäre Expedition gehen, bei der wir verschiedene Legenden dieser Gegend erkunden. Als würde ich mein Alter noch brav Hand in Hand mit Papi eine Abenteuertour machen. Ist doch voll peinlich. Außerdem würde ich eh viel lieber gegen krasse Dynamax-Pokémon kämpfen. Dieses Gefühl, wenn man gegen übelst riesige Pokémon kämpft. Allein schon bei der Vorstellung kriege ich ein krass Kribbeln im Bauch. Oh, aber klar doch, ich habe die Idee. Du scheinst ja ein akzeptabler Trainer zu sein. Warum gehst du nicht einfach mit meinen Alten auf diese Expedition? Klingt gut. Und wie ist das? Tut eine richtig gute Idee, wenn ich mich mal selbst loben darf. Es würde mir schon ein bisschen leid tun, ihn allein zu lassen, wo er sich darauf gefreut hat. Und sieh es mal so, du kriegst vielleicht die Gelegenheit, einen legendären Pokémon zu begegnen. Ich komme dann nach, wenn ich mich in deiner Riesennest ausgetobt habe. Okay. Geht ihr zwei ruhig schon mal auf die legendäre Expedition. Los, los. Du kannst mein Dad ja unsere Schlachtplan erklären. Danke. Wurde ich gerade ausgetrickst? Hey. Yep, er ist tot. Ja, was ist hier passiert? Der Gute hat sich verletzt, also musste ich ihn unter viel Geschrei und Getobe hier schleifen. Auf meinem Rücken. Oh, mir geht's voll schlecht, diese Schmerzen. Mila, wo ist meine süße kleine Mila? Was ist denn passiert? Dieser Lebhafte, er ist auf einen Felsen ausgerutscht und hat sich den Kopf abgetan. Es ist voll diese Szene aus SpongeBob. Was ist passiert? Du bist reingegangen und auf den Eiswürfel ausgerutscht. Dann war SpongeBob im Krankenhaus. Ey. Oh Mann, brut mir die Birne. Ja, am eigenen Leib zu spüren bekommen, wie schmerzhaft ein Abenteuer enden kann. Da wollte ich doch nur schauen, ob sich meine Tochter hinter diesen Felsen versteckt.
Jetzt sieht ihr an, was aus mir geworden ist. Und ihre Tochter etwa mit einem Klonkett verwechselt? Höre mal, ich muss mir nur ein bisschen ausruhen, dann bin ich wieder topfit. Wie sieht's denn bei dir aus, Bursche? Irgendeine Spur von meiner kleinen Mila? Das war so. Oh, verstehe. Mila kommt also nicht zurück, bis sie sich auf ihre Dynamics-Abenteuer ausgetobt hat. Sie will, dass wir schon mal ohne sie mit einer eigens konzipierten legendären Expedition anfangen. Dabei habe ich ganze Nächte durchgeackert, um diesen Plan für unsere Vater-Tochter-Reise zusammenzustellen. Schätze, sie ist jetzt in ein Alter, in dem sie viel selbst ausprobieren muss. Als guter Vater sollte ich ja wohl Freiraum lassen und ihr nicht zusehen, zu sehr auf die Pelle rücken. Na schön, habe ich schon nach deinem Namen gefragt? Ich glaube nicht. Wie heißt du denn? Blablabla. Daniro, also aha, ich bin Peony. Moment, habe ich mich da schon mal vorgestellt? Naja, doppelt halt besser. Du hältst die Lia-Karte von Peony. Jetzt wird unsere Expedition dermaßen legendär, dass Mila gar nicht anders kann, als sofort zu uns zu stoßen. Genau, let's fetz. Hashtag Fetzers Gaming Club Discord. Könnt ihr ja mal joinen. Ausgezeichnete Antwort. So, ich habe mir das vorgestellt. Hahaha. Dieses Abenteuer wird so legendär wie die Pokémon, die wir dabei suchen. Dort wäre es beschlossene Sache, Daniro. Ich würde sagen, wir versprechen alles weiter in Freesdale. Wenn der Nase nach, dann kannst du das bestauliche Dörfchen gar nicht verfehlen. Und wenn zuletzt ankommt, muss während der Expedition den Gepäckträger spielen. Ha, nur ein kleines Späßchen. So. Okay, dann zeig mal. Mehr Details bitte. Ich mal ganz was gucken. So, ich kann ja auswählen, welches Pokémon ich als mitnehmen, ne? Heißt das, ich kann jetzt hier alle Pokémon hier fangen und ich kann dann mich entscheiden, ob ich das legendäre Pokémon mitnehmen oder nicht. Muss mal kurz mal gucken. So, für den letzten Abenteuer ist Suisun entdeckt. Ich habe seinen Aufenthaltsort vermerkt. Willst du, dass ich zugehen zu der neuen Stelle? Egal, Hauptsache Pokémon. Okay. Ja, weiß ich nicht, ist dann, wenn ich das jetzt verfolge, ist das Wesen und so alles schon vorbestimmt oder so. Ich habe so viele Fragen, ich muss ja alles mal austesten, ne? Gut, aber damit beschäftige ich mich jetzt erstmal noch nicht. Ich will jetzt erstmal hier weitermachen. Liga-Karte möchte ich übrigens gucken von dem Typen. Nein, ich meine Peony, keine Nummer. Der dynamische und kraftvolle Kampfstil dieses ehemaligen Stahlarena-Leiters hat zur Folge, dass die Aufräumarbeiten nach seinen Kämpfen eine Detour gleich kamen. Hier voll der General aus Stahl genannt steht, ist er insbesondere in der Gunst seiner männlichen Fans ganz weit oben. Das Foto ist eine Montage aus der Zeit von seiner Ankunft in Kronstehlanden und steckt einst als Poster im Reiseplan für einen Familienausflug. Seine Tochter warf es unverzüglich weg, doch Peony fand sich darauf gut getroffen, um es nicht als Foto für seine Lia-Karte zu benutzen. So, und von Sonfora habe ich auch irgendwie, ich glaube erst vor 2 Tagen erst eine Liga-Karte bekommen, weil ich die da begegnet bin. Lesen wir auch mal. Das Heil in der Gift-Arena entpuppte sich als weitaus härter als erwartet und so warf Sonfora bereits am 2 Tagen die Flinte ins Korn. Damals erfuhr sie bei einem Werbespot im Spätprogramm vom Master Dojo. Der Meister wirkte nett und sie gewann den Eindruck, ohne große Mühen stärker werden zu können. Also bewahrt sie sich gleich per Telefon. Da ihr Fokus darauf liegt, von anderen bewundert zu werden, liegt ihre Trainingseinstellung zu wünschen übrig. Doch seit kurzem trainiert sie heimlich mit Lamus, um einen gewissen neuen Trainer Paoli bieten zu können. So, einige Leute, die ich hier online gespielt habt, die Dinger mal laden, ne? So, von ihr habe ich auch mal eine Liga-Karte bekommen irgendwann. Und ja, es war lieber auf den ersten Blick, als die ehemalige Leiterin einer Handelsfirma auf einer Geschäftsreise in Galar, Maastricht begegnete. Und so leuchteten kurz darauf die Hochzeitsglocken. Als Hausherrin im Dojo fallen nicht nur Hausputz, Kuchen und Management in ihren Aufgabenbereich, sie kümmert sich auch um das seelische Wohl der Schüler. Sie gilt als Erfinderin der Dinah-Suppe, da sie aus Waldpilzen zubereitet, um Kosten zu sparen. Diese verleiten ihre Pokémon zu Geiger-Dinah-Mix-Währung. Nun möchte Enya sie weltweit verkaufen. Ihr Motto lautet: gemeinsam stark. So, noch irgendwas, Maastricht und so haben wir alles schon. Ne? Gut. Alles klar, dann würde ich sagen, im nächsten Fall gehen wir mal weiter mit der Story ein bisschen am weitermachen. Ne? Ich wusste ja, kommt noch irgendeine Cutscene, weil ich wollte hier nach einkaufen gehen, Pokebälle und so. Ich wollte jetzt nicht, dass irgendwie eine Cutscene wieder dazwischen kommt. Ich muss mir jetzt nicht wirklich den Weg zeigen. Es
gibt wahrscheinlich nur einen Weg, den ich erfolgen kann, glaube ich. Sehr gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und in der nächsten Folge geht es dann ein bisschen weiter mit der Kronentundra-Story. Vielleicht fangen wir noch ein paar Pokémon auf dem Weg, mal schauen. Und ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr hattet, lasst doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.